Wie findest du die Beziehung im Verhältnis von vor 30 Jahren zu jetzt? Bruder, ich weiß nicht, wie alt du mich schätzt, Bro, aber ich bin nicht 40 Jahre alt, Digga. Deswegen kann ich dir die Frage leider nicht beantworten, Digga. Aber ich weiß, was du, glaube ich, auf was du hinaus willst. Ich habe da heute erst mit einem Kollegen drüber geredet. Ich glaube, Digga, dass heutzutage, ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, eine vernünftige Frau zu finden und glücklich mit der alt zu werden. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, Chat, könnt mir auch gern gleich eure Meinung in Chat reinschreiben. Ich glaube, durch diese ganzen Media Kacke, also Insta, TikTok, was weiß ich, Digga. Ich glaube, durch das gehen erstens todesviele Beziehungen kaputt. Plus, die Menschen sind dadurch einfach gefickt. Die sind gefickt. Bruder, du hast eine Freundin, okay? Eine schöne Freundin. Läuft gut. Irgendwann wird es ein bisschen langweilig. Was normal ist in der Beziehung nach ein paar Jahren, Digga? Du gehst auf Insta. Was siehst du bei Insta? Nur perfekte Frauen. Nur geile Bitches, Digga. Perfekter Körper, perfektes Gesicht. Ob die jetzt in Wirklichkeit so aussehen oder nicht, Bruder, das ist jetzt eine andere Sache. Aber du siehst sie. Und du denkst dir dann, Alter, Digga, es gibt ja noch genug andere Fische im Meer, die wunderschön sind. Und da gibt es so viele davon, Digga. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, was ich euch sagen will, Digga? Und genauso umgekehrt bei Frauen und Männern. Die Frauen, Digga, die sehen nur irgendwelche Männer, die top aussehen, irgendwelche Models, Digga. Perfekter Körper, perfektes Gesicht. Geld. Was weiß ich, Bruder. Und ich glaube, das fickt so viele Leute. Auch in verschiedenen Sachen, Digga. Scheiß mal auf Beziehung, Bruder. Ich will nicht wissen, wie viele Frauen Depressionen schieben, weil die sich einfach selber hässlich finden, weil die nur perfekte Frauen auf Insta sehen, Digga. Ist ja normal. Ist ja normal. Also ich glaube, Instagram und so hat uns einfach alle gefickt, Bruder. Hat uns einfach alle gefickt, Bro. Das hat uns einfach alle gefickt, Digga. Man will immer was Besseres, man will immer was Schöneres, Digga. Frau, Mann. Man sieht Tag für Tag immer schönere Frauen. Man sieht das perfekte Leben, Digga. Man sieht die Leute, diese Traumcouples, Digga, wie die Urlaub machen auf Bali. Die haben Geld, die sehen gut aus. Bruder, aber ich will euch mal eine Sache sagen, Chat. Instagram, und das ist jetzt ein Zitat, wo ich dann in Geschichtsbüchern zitiert werde. Instagram ist nicht das echte Leben, Chat. Bei keinem. Und ich kann es euch sagen, Digga, weil ich ja auch so ein bisschen in diesem Thema drin bin. Ich kann euch sagen, 80% der Frauen sehen nicht so aus, wie sie auf ihren Bildern aussehen. Und 90% der Lutscher, die auf ich bin reich und ich bin Business-Entrepreneur machen, Digga, die haben kein Geld. Es ist Fake, Digga. Instagram ist eine verfickte Fake-Welt, Bruder. Und so viele Leute sehen es leider nicht, Bro. So viele Leute checken es leider nicht, Mann. Photoshop sein Vater. Ey, Chat, fragt euch doch mal, Digga. Fragt euch doch mal, warum sehen denn alle Frauen gleich aus auf Instagram? Warum sehen die alle gleich aus? Weil die alle die gleichen Filter benutzen. Das, so leicht ist es, Digga. Das sind Facts. Weil die alle die gleichen Filter benutzen. Wir wollen die denn ficken, Bruder. Instagram ist eine fucking Fake-Welt. Und die fickt unsere Köpfe, Digga.